Heute gibt es eine Folge Berge im Porträt, in der ich euch jetzt schon garantieren kann, dass ich euch nichts über eine Erstbesteigung erzählen kann. Aber über viele Fragezeichen, viele Versuche, viele Probleme, viele Regierungen und mehrere Berge. Willkommen zu Berge im Porträt. Heute geht es mal nicht um einen Berg, sondern um mehrere. Denn heute schauen wir uns die wichtigsten unbestiegenen Berge an, warum sie unbestiegen sind und ob sich das nicht vielleicht bald einmal ändern könnte. Zuvor muss ich aber kurz erwähnen, dass diese Berge so unbekannt sind, dass deren Aussprache und deren Namen teilweise ein echtes Rätsel für mich darstellen. Habt also bitte etwas Nachsicht, wenn es um die Aussprache der doch recht ungewöhnlichen Namen geht. Der höchste, bis heute völlig unbestiegene Berg auf der Welt ist der Gangkhapuensum oder auch Kangkapunsum genannt. Er ist nicht nur der höchste unbestiegene Berg der Erde, er ist auch der höchste Berg des Landes Bhutan. Dass der höchste Berg eines Landes völlig unbestiegen ist, das kann man sich auf der Zugspitze, dem Großglockner oder dem Mont Blanc nicht einmal vorstellen. In Bhutan hat es aber einen etwas chaotischen Grund. Der 7570 Meter hohe Berg hat nämlich ein Problem. Er ist so unbekannt und so unerforscht, dass nicht mal die 7570 Meter tatsächlich einwandfrei bestätigt werden können. Seine Zugänglichkeit ist somit auch für Vermessungen vor Ort ein riesiges Problem. Zusätzlich dazu ist nicht mal klar, wo der Berg eigentlich wirklich genau steht. Er könnte laut manchen Karten in der Volksrepublik China stehen. Nach anderen Karten könnte er aber eben auch so in Bhutan stehen. Nach wieder anderen Karten steht er direkt an der Grenze. Die Grenzziehung in dieser Region ist nämlich mit diffus schon sehr wohlwollend umschrieben. Die bergsteigerische Situation in Bhutan war ebenfalls immer schon schwierig. Erst 1983 hat Bhutan das Bergsteigen überhaupt erst erlaubt. 1985 und 86 starteten insgesamt 4 Expeditionen einen Versuch. Doch erfolgreich war keine einzige. Das ist grundsätzlich nicht ungewöhnlich. In solchen Regionen braucht es nämlich viel Vorbereitung und Erkundung und vor allem Entdeckerwillen. Solche Berge werden nicht mal eben bestiegen, gerade wenn es keinerlei Informationen zuvor gibt. Doch 1994 hat die Regierung Bhutans Berge über 6000 Höhenmetern gesperrt. Der Grund dafür war, dass viele Einwohner Bhutans das Bergsteigen verachten. Sie glauben daran, dass die Berge die Götter beherbergen, also deren Wohnsitz sind und somit nur gestört würden, wenn man die Berge besteigt. Eine japanische Expedition hat diesen Grund aber nicht auf sich sitzen lassen. Sie besorgten sich in China die Erlaubnis, um von deren Nordseite aus den Berg zu besteigen. Erreicht haben sie aber letztlich nur den Liangkhang-Kangri auf 7534 Metern Höhe. Der Gangkhapuensum war also weiterhin unbestiegen. 6 Jahre später hat Bhutan aber dann letztlich das Besteigungsverbot auf alle Berge ausgeweitet und nochmal verschärft. Eine Besteigung des Gangkhapuensum von Bhutan aus scheint also definitiv vom Tisch zu sein. Die chinesische Seite scheint keine Möglichkeit zu bieten. Außerdem hat China in den letzten 20 Jahren das Bergsteigen für abenteuerliche Zwecke aus dem Ausland stark eingeschränkt und lässt nur noch Expeditionen auf normalen Routen auf bekannten Bergen zu, wo auch dementsprechend Geld verdient werden kann. Die Tatsache, dass er heute immer noch nicht exakt in der Höhe bestimmt ist, dass immer noch nicht klar ist, wo dieser Berg eigentlich wirklich liegt und dass man von der einzig machbaren Seite niemals jemanden da hochschicken darf, das alles macht ihn schon ziemlich mysteriös. Ähnlich mysteriös wie mit dem Gangkhapuensum verhält es sich mit dem zweiten Berg, dem Muchu Chish. Er ist mit 7452 Metern ebenfalls einer der höchsten Berge, die noch nie bestiegen wurden. Zusätzlich zu dieser Eigenschaft ist er aber der höchste Berg aller Unbestiegenen, die schlichtweg aus einem einzigen Grund unbestiegen sind. Er ist einfach noch niemandem gelungen. Es gibt keine Einschränkungen und keinen Grund, nicht hinzureisen. Das macht ihn alpinistisch zu etwas Besonderem. Und dennoch gibt es erst 4 dokumentierte Besteigungsversuche, die auch aus dem Basislager gestartet sind. Die Gründe dafür sind sehr vielfältig und haben relativ wenig mit dem Berg direkt zu tun. Klar, der Berg gilt als äußerst gefährlich und schwierig und wird das in den letzten Jahren durch die Klimaerwärmung auch immer mehr geworden sein. Aber vor allem kostet die Expedition genauso viel Geld wie eine Expedition zu einem bekannten Berg im Karakorum.
Außerdem ist der Zustieg mühselig und nicht ungefährlich. Oft geht man lange Zeit am tiefsten Punkt auf einem Gletscher, während links und rechts steile Felsflanken mit Steinschlag warten. Und hat man das Basislager erreicht, bleibt immer noch die Frage, wohin? Auf einem Berg, der keine Wege kennt, ist es schwer, den richtigen Weg zu finden. Große Expeditionen, die sich monatelang Zeit nehmen, um zu erkunden und auszuforschen, das gibt es heute auf unbekannten Bergen gar nicht mehr. Das liegt vor allem daran, dass die Kosten zu hoch wären und die Zeit den meisten großen Expeditionen schlichtweg fehlen würde. Somit sind vor allem kleine Expeditionsteams mit sehr limitierten Mitteln unterwegs. Hauptsächlich wurde der Machu Chich bisher über den Südgrat probiert. Es scheint der einzig wirklich einfachere Weg auf den Gipfel zu sein. Eine polnische Expedition nutzte diesen auch bereits, um den Nachbargipfel Batura 4 zu besteigen. Von der Nordseite, dem Batura-Gletscher, einem der größten Gletscher abseits der Pole, scheint der Gipfel völlig unmöglich. Eine spanische Expedition brachte es 1999 auf stolze 6650 Metern Höhe, der heutige High Point. Doch die Versuche reißen nicht ab, auch wenn sie äußerst selten sind. Im August 2020 kündigten Tschechen an, dass sie den Berg zeitnah besteigen wollen. Im Jahr 2020 waren sie erfolglos, im Jahr 2021 schafften sie es auf 6600 Metern Höhe. Dort kam es unter schlechten Bedingungen und großen Mächten am Grat zum Abbruch der Tour. Im selben Jahr noch wollte sich eine griechische Expedition ankündigen, von diesem Versuch hörte man jedoch nichts mehr. Der Machu Chich scheint äußerst schwierig zu sein. Die Besteigungsversuche führen dazu, dass man ein immer besseres Bild vom Berg bekommt. 70 Grad steile Eisflanken und schweres Mixed-Gelände durchziehen ständig ausgesetzte gefährliche Passagen. Kombiniert mit einem enormen Aufwand, zeitlich, logistisch und damit auch finanziell, ist das ein Berg, der niemanden daran hindert, sich an ihm auszuprobieren. Aber durch diese Umstände letztlich wenig Menschen kommen lässt. Oder anders gesagt, warum sollte man sich solche Aufwände antun, um vielleicht nichts zu erreichen oder sogar zu sterben, wenn man wenige Kilometer weiter einen Berg über den Normalweg fürs gleiche Geld deutlich sicherer haben kann? Für Unternehmungen wie diese braucht es einen ganz speziellen Schlag Mensch und davon natürlich nicht nur einen. Die Berge dieser Welt, die unbestiegen sind, sie sind es, die uns Grenzen aufzeigen. Grenzen, die der Berg setzt, aber auch Grenzen, die wir uns selbst setzen. All das zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit von Jahr zu Jahr sinkt, dass jene Berge, die in der Sturm- und Drangzeit des Alpinismus vergessen wurden, letztlich bestiegen werden. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, ist das auch gut so. Eure Meinung dazu könnt ihr mir gerne jetzt in die Kommentare schreiben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn euch solche Videos gefallen und einen Daumen hoch zu geben. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!